Geil. So. Oh. Spitzhacke reparieren, sagst du? Kannst du draußen an dem Ding machen. Ich hoffe, das kostet keinen Metallschrott. Aber die sind nicht aus Metall. Ich hatte keins dabei und konnte alles reparieren. Okay, super. Da draußen noch mehr Kapseln. So, Ausrüstung reparieren, geil. Hä, Folge, alle Gegenstände repariert, das ist ein Traum. Ja. Kutza! Ui, ich zeig dir mal, wie es geht. So. Geil. So. Käfige und Metallzäune geben auch Schrott. Okay. Wird alles mitgenommen. Alles, was wir kriegen können, wird mitgenommen. So, warte. Ausdauer. Geil, Tobi. Nice. Geil, geil. Ach, da. So. Hier im Eingang ist auch noch eine, ne? Hier sind noch super viele. Ja. Wäre doch schade, wenn die... Hä? Oh. Ich muss reparieren. Achso. Oh. Oh, geil. Das Ding auch hier? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht. Nee, keine Hitpoints. Hier, das Ding am Boss. Da habe ich auch schon reingeschlagen, ein paar Mal. Warte, ich muss kurz... Danke. Kein Problem. Hab ich... Hat die was gedroppt? Eigentlich hier, ja. Ah, ich hab's mitgenommen. 3 Stück. Ah, okay. Moment. Super. Nee, sind auch noch 4 Hitpoints mit der Waffe. Da sind wir mit 5 schon besser dabei, glaube ich. Okay. Bald haben wir bessere Ausrüstung, dann können wir richtig loslöten. Geil. So. Ja. Hervorragend. Hast du wieder eingesteckt? Nee. Müsste da noch liegen. Gefahren in der Nähe? Ihr Schweinische! Hier näher. Müsste da noch liegen? Hier liegt immer nichts. Ich muss mich echt an dieses Menü da unten gewöhnen, dass man mit Alt umschaltet. Eigentlich geil, aber es ist sehr ungewohnt, ja. Ja, aber ich muss immer von den Werkzeugen zurück auf die Waffen erstmal beim Kampf. Oh. Das fällt hier irgendwie drunter. Oder hast du es aufgehoben? Nee, das ist, wenn wir zu viel schlagen, glaube ich, dann, weil der Boden dann weggeht. Aber hier ist was, warte mal, ich glaube, hier ist es. Ja, hier lag's. Ah, super. Okay. So. Bam, 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 bam. Oh, ich muss kurz durchatmen, Tobi. Ich kann nicht mehr. Ich kann es einfach nicht mehr. Stell dich nicht so an! Ich kann nicht mehr, Tobias! Mach weiter! Ich gebe doch mein Bestes jeden Tag wieder. Und trotzdem sind wir offenbar die letzten Menschen auf dieser Erde. Und nichts, wirklich gar nichts, bringt unsere Freunde zurück. Ich kann das Gejammer nicht mehr hören. Oh. Stell dir mal vor. Nicht mehr. Achso. Stell dir mal vor, du gehst in eine Kryokapsel, ja, weil du willst die Zukunft miterleben oder so. Und die Technologie funktioniert anders, du alterst einfach trotzdem. Oh. Und dann wachst du 50 Jahre auf, weißt du, aber 50 Jahre deines Lebens im Arsch, so verschwendet, nichts mitbekommen und kommst einfach als alter Mann in einer ganz anderen Welt wieder raus und einfach alles am Arsch. Geil. Wo ist es? Du, wo ist es? Wo ist es hin? Wo ist es hin? Warte mal. Vielleicht wieder da. Nee. Ja, merkwürdig. Kann es sein, dass wir manchmal draufhauen und dann hauen wir das kaputt? Das wäre sehr weird. Ich habe das Gefühl, wir hauen das kaputt, wenn das da liegt.
Das sah gerade aus, als würde es da liegen und dann kleiner werden. Das wäre halt nicht so cool, wenn ich ehrlich bin. Vor allem bei so seltenen Sachen. Ich muss gleich wieder reparieren. Reparieren. Hab's eingesteckt, ganz schnell. Ich geh mal kurz reparieren. Ah. Wie ich sehe, du auch. So, wunderbar. Schlimmer ist, wenn du nicht in so eine Kapsel steckst und zwei Typen vorbeikommen, das Ding zerschreddern für Metallschrott. Hä? Hä? Warte, verstehe ich auch nicht. Ist doch voll legitim. Wachst einfach auf und hörst das Gedengel von draußen. Und zwei Leute, Freunde, Familie, Mann. So, jo, Hammer. Warte, ich muss gerade noch sehr erschöpft schnaufen. Ja, ja. Okay, gut. Irgendwie aus wie Erdnussschalen irgendwie, ne? So ein bisschen, ja. Ja. Hast du es mitgenommen? Nö. Tja. Da weiß ich jetzt aber auch nicht. Hier. Oh. Ja, wir waren. Hier waren wir schon. Ja, das wollte ich auch sagen. Okay. Bisschen was haben wir ja auch, ne? Vor der Tür steht noch eine. Ah ja, ich komme. Ja, ja, ja. Dann haben wir hier alles mitgenommen. So. Gleich. In dem Spiel ist man Schrotthändler. Ja, und wir müssen gerade ein bisschen so. So Aluminium sammeln. Ehrlich gesagt sehen wir auch so aus. Wir sehen wirklich so aus. Wir sehen aus wie beim BAM-Simulator, Tobi. Ja, ein bisschen. Wir müssten das Metall noch im Einkaufswagen abholen. Weißt du, dann wäre die Illusion perfekt. Hä? Bekommt man mit einer besseren Spitzhacke mehr raus? Keine Ahnung, aber noch haben wir die nicht. Und so ging es jetzt ja erstmal ganz gut. Ich glaube, das geht nur schneller kaputt. Ich glaube, da kriegst du ja nicht mehr raus, oder? Ich weiß es nicht. Wär weird. Also ich habe 13 dabei. Oh, ich sehe noch eine. Ich sehe noch eine. Oh. Entschuldigung. Oh. Die Ludolfs. Geil. Geil, da ist er. Nice. Super, super gut. Wie ist er gut? Ist er gut? Super gut. Wie viel habe ich? 32. Geil. Mega. Und ich habe 16. Das ist doch schon mal ganz gut. Das reicht für alles, was wir jemals wollen, Tobi. Ganz bestimmt. Ja. Ich bin sicher. Ich kann mal über die Brücke gehen, ne? Können wir hier drüber? Nur von der anderen Seite nicht, oder? Warte mal, ich geh mal kurz hier. Oh, hier sind Fallen. Das ist ja frech. Warte mal. Ich will mal kurz was testen. Ja. Warte mal. Oh, Metallgeräusche. Aber mache ich auch Schaden? Doch, ich mache Schaden und ich habe Metallgeräusche. Wir gucken mal. Oh! Tobi, Vorsicht! Ich höre Kampfmusik. Okay. War das ein Pfeil? Hä? Wo kommt der denn her? Ich habe keine Ahnung. Hä? Und dir da hinten? Jo, ist tot. Okay. Wo kam der her? Oh, der zwei Metallschrott. Dankeschön. Wie kann man so aggressiv sein? Oh, ja, unten sind. Frech. Ach, ein Raum. Ah.
So, warte. Ich wollte mal gucken, ob hier Metall rauskommt, wenn man hier so drauf haut. Problem ist, meine Spitzhacke ist gleich wieder hin. Ja, Dito. Mist. Wir werden es später rausfinden, glaube ich, weil ich glaube nicht, dass die Spitzhacke das überlebt. Ja, scheiß drauf. Oh, hier sind überall Fallen. Die kann man doch bestimmt abbauen, oder? Also ich habe gerade versucht draufzuhauen, ich habe daneben gehauen. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe die nicht getroffen. Aber ich, vielleicht war ich auch zu blöd. Man haut die sofort kaputt. Oder, dann war ich zu blöd. Weg. Okay. Geil. GG. Oh, warte mal. Ist da unten irgendwas Spannendes? Warst du unten oder bist du direkt drüber geflezt? Ich war unten kurz gewesen, aber ich habe nichts gesehen. Okay. Das reicht mir als Antwort. Hier ist eine Leiche. Mit zwei Metallschrott, wie Tobi. Die habe ich nicht gesehen, siehst du? Hast du, ja. Hast du geguckt? Da unten ist irgendwas Rotes, aber ja, mal gucken. Oh, eine Truhe. Hier steht eine Truhe, Tobi. Auch die habe ich wohl dann nicht gesehen. Gut, das... Ja, manchmal verschwinden die Sachen einfach im Boden. Okay, weird. Ist das vielleicht, wenn man nur draufhaut oder so? Hm. Keine Ahnung. Was ist das? So. Das hier ist kein Holz. Das Holz. Ja, okay. Schade. Okay, wo man auch immer ein bisschen was kriegt, ist, wenn man so Fässer kaputt macht. Da habe ich jetzt auch schon ein bisschen was gefunden. Ja, okay. Wo bist du hin? Hier. Hinter dir. Ach, da. Huch. Hey. Oh. Der Tobi taucht immer auf. So, la 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 la. So. Oh, Springen verbraucht bei mir jetzt Ausdauer. Frech. Wie kommt das denn jetzt? Das finde ich nicht mehr cool. Hä, wie kommt das jetzt? Früher war das nie so. Früher bin ich gesprungen wie der junge Frühling. Echt, bei mir verbraucht es keine Ausdauer. Hä? Lul? Ja, bei mir schon. Bei mir ja. That's fresh. Okay. Warte mal, ich probiere mal was. Doch, verbraucht auch so. Oh. Hm. Stimmt, weil du Host bist. Frech einfach. Oder fresh, ich weiß nicht genau. Ich wollte es ein bisschen schwerer haben, das Spiel war mir zu leicht. Tun. Ah, hast du es in der Option so eingestellt oder was? Ja, na klar, natürlich. Du kennst mich ja. Geil. So, warte. Jetzt die Frage, was stellen wir damit denn her? Ich mache aber 20 Dietriche. Oh, ja, hey, geil. Vielleicht brauchen wir die. Womit? Warte mal, ich habe eine Henkers-Axt. Die kann ich dreimal verbessern. Attributs plus 4 Schnittschaden. Aber womit verbessere ich die? Mit den Runen, glaube ich, war das, ne? Aber das will ich jetzt gerade gar nicht. So, Miasma-Holz brauchen wir. Wir brauchen Miasma-Holz. Haben wir noch... Oh, ich habe das Miasma-Holz, glaube ich, verbraucht. Das Miasma-Holz habe ich verbraucht. Miasma, mein Kaffee runtergefallen. Warte. Haben wir noch 7 Garn, 10 Miasma-Sporen? Wäre doch ewig viel Garn, oder? 10 Miasma-Sporen. Garn müsste irgendwo sein, eigentlich. Ja, ne? Ja, okay. Warte. Dann machen wir das zumindest erstmal. Tobi? Ja. Nimm dies. Oh, Greifhaken. Und, geil. Und rüste es aus. Nein. Cool. Ich bin angemessen. So. Wir haben 56 Metallschrott. Und du hast ja auch noch was, ne? Nee, hab ich dir schon rübergeschickt. Ach so, ach, das war von dir wahrscheinlich hier. Ja. Okay, haben wir 56 Metallschrott. Okay, das ist schon mal cool, aber wir brauchen noch Miasma-Holz. Das kriegen wir, weißt du was? Das holen wir nochmal ganz schnell, ja? Da können wir nämlich bessere Spitzhacken und so machen. Ja, können wir machen.
Dann kannst du gleich schlafen gehen. Wollen wir vielleicht lieber schlafen vorher? Nein. Heute nicht. Heute schläfst du neben dem. Oh, muss ich für. Oh. Oh, hier riecht es nach Schrittschweiß. Oh. Und wie schläft sich's? Ah, oh, ich bin direkt eingeschlafen. Hat mich direkt betäubt. Ja, das ist so. Das ist wie so eine Giftspure. Oh, richtiger Beinmoschus, Alter. Der hat die Hose auch schon ein bisschen an. Puh, richtiges Sommerglück da unten. Ja, ich meine, der ist Schmied halt, der schwitzt den ganzen Tag. Was erwartet man da? So, einfach runtersegeln oder was? Na klar. Wie sieht denn dieses Miasma-Holz aus? Ist das, sind das einfach Bäume hier? Einfach die Bäume hier. Ah ja, okay. Geil. Wow. Aufsammeln nicht vergessen. Oh. Was denn? Geistermagierstab. Können wir jetzt machen. Das gefällt mir gut. Geil. Ah, toll, die Hälfte vom Holz geht runter. Ich meine, da werde ich nicht wieder angegriffen. Es ist so böse hier. Geht, ne? Ah. Ich sehe. Was du nicht siehst. Da unten ist die Base wieder, wo wir später mal einfallen müssen. Oh. Und das werden wir natürlich auch. Aber ich habe das Gefühl, wir sollten dann auch viel auf Bogen gehen. Nicht unbedingt nur auf Nahkampf. Oder beides zumindest. Ja, ja, auf jeden Fall. Also schön, gerade bei den Bogenschützen. Immer hier runterfällt. Geil. Das ist das Beste. Macht richtig Spaß. So. Miasma. Gut. Okay, dann haben wir das auch. Können wir eigentlich wieder zurück? Ich glaube, wir haben genug, oder? Ja, ich nehme den Baum hier noch mit. Ja, ja, ja. Der fällt wieder runter, nehme ich den hier mit. Oh, ich muss niesen, glaube ich. Oh. Entschuldige bitte. Junge. Vielen Dank. Das sind die Pilzsporen hier unten, Tobi. Kennst du so Leute, die immer so richtig laut niesen? Hashusha! Ja, also richtig unangenehm laut, wo dir einfach fast das Trommelfell platzt. Ja, ja, ja. Boah. Jeder soll wissen, dass ich genossen habe. Ja. Danke, Chat. Dankeschön. Aber nie so wie so ein Murloc. Pfui. Au. Hast du deine Waffe vergessen? Ich warte. Du musst doch zurückschlagen. Halt's Maul! Ja, der nervt, ne? Der ist so. Ach Gott. Und steht die ganze Zeit rum. Schmieds jetzt Giftspore ein. Giftspore hat keinen Effekt. Oh, da brauchen wir noch Garn für. Okay, ich mach mal. Kann ich zwei davon machen? Gott, ist ja nervig. Tobi, einmal. Widerlich. Oh, Schutzspitzhacke. Schutzspitzhacke. So. Und dann nochmal hier. Nehmen wir auch gleich mit. Wo bist du denn? Dann hier. So. Alter. Krasser Dude, ey. Einmal austauschen. Und wir brauchen eine Schrott. Ah, nee, wir brauchen keine Schrottkiste. Weißt du was? Die alten Sachen verschrotte ich einfach. Ich lösche die. Ja. Wir werden sie eh nicht brauchen. Das glaube ich auch. Warte, hier Stapel ablegen. Okay, dann habe ich den Stoff da reingelegt. Hier Stapel ablegen. Lege ich jetzt nur einen Stapel ab? Nee. Okay. So, alles mal ein bisschen aufgefüllt. Trotzdem haben wir noch sehr viel Metallschrott, ne? Und Miasmaholz. Oh, geil. So. Wir bräuchten vielleicht noch ein gutes Lager. Das Geile ist, mit dem Crafting-System können wir auch ein geiles Lager machen. Mit absolut. So Regalen. Ja. Das ist halt geil. Aber wir brauchen, kann man die auch beschriften? Hast du da schon irgendwas gefunden? Nee, noch nicht. Nee.
Warte mal, ich will mal was probieren. Das war. Oh. Bisschen gewöhnungsbedürftig wieder. Warte, warte. Und jetzt. Ach, ich habe eigentlich nichts dabei. Warte mal. Hier, hier. Hä? Okay. Das will gerade nicht. So. Warte mal. Einmal Steuerung runter. Ob das geht? Ist das die richtige? Ich glaube, drei kriegt man nicht unter, oder? Hm. Aber theoretisch? Ist trotzdem schon sehr geil. Ne? Das Bausystem ist echt der Shit. Geil, dann kann man da oben noch welche draufstellen. Man kommt auch dran, ne? Ja. Okay, man könnte die Kisten auch so stapeln, steht gerade im Chat. Aber so sieht's cooler aus. Finde ich auch. Okay, aber gut, dass man die auch so stapeln kann. Au, oh, ah, oh. Warum stehen die Kisten eigentlich falsch rum? Ich hab da nicht drauf geachtet. Weil ich nicht bauen darf. Weißt du? So. Bau doch das nächste Mal deine Scheißkisten selber dahin. Von der Idee, hm? Bau doch deine stinkenden, gammeligen Kackkisten selber ab. Du meinst richtig rum? Das Ding ist doch bestimmt auch falsch rum hier. Ja, ja, keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Siehst du? Wahrscheinlich kommt das mit dem runden Ding nach unten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach, ein Träumische. Ja, spielen wir morgen weiter oder was? Ja, also können wir gerne machen. Wie gesagt, ich kann halt leider nur so bis halb zwölf, zwölf, aber ich hätte Bock auf jeden Fall noch ein paar Stündchen. Ja, ja, ich auch. Ich würde gerne noch. Das Spiel macht echt Spaß, muss ich sagen. Ja, ich habe manchmal ein bisschen Schwierigkeiten, mich zu orientieren, was man als nächstes so macht. Ne? Tauchen in Elixierbrunnen hinein war keine gute Idee, glaube ich. Ich glaube, wir sollten vorher noch ein bisschen leveln und looten und so gucken und so. Aber ich habe Bock. Und vor allen Dingen will ich wissen, wie es weitergeht. Ja, absolut. Und ich meine, guck dir an, was wir halt wirklich bis jetzt nur aufgedeckt haben. Ne? Es ist halt schon Witz eigentlich. Es ist halt wirklich ein kleiner Fliegenschiss. Das ist so abnormal. Was haben wir hier noch? Eine Geschichte der Fäulnis. Da ist noch eine Geschichte des Feuers. Ich glaube, da kriegen wir aber die Flammen, ne? Da können wir noch welche zusammensuchen. Ja, ich glaube, wir müssen noch ein bisschen. Oh Gott, nach oben hin. Ja. Was? Hä? Was? Hast du das nicht gesehen vorhin? Ich habe das nach oben nicht so richtig hingescrollt. Und das ist nur ein bisschen, was die bis jetzt haben? Die wollen das noch weiter? Das ist nur ein Viertel oder was war das? Ich glaube, was war vorhin? 24 Quadratkilometer und es soll am Ende 64 haben. Also ich meine, das könnte schon die ganze Map sein hier, aber ich glaube, die ganze ist halt noch nicht begehbar. Würde ich jetzt mal tippen. Hoffe ich. Ja, ich hoffe auch. Also wenn die Map noch größer wird, dann ja, ohne dann wandere ich aus. Da brauchst du halt ein Flugviech oder sowas. Ja, ja, klar. Ach Mist, ich wollte gerade hochklettern, aber war falsches Game. Ich habe auch schon vorhin probiert, dass er sich da dran festhält, ja. Ja, 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 ja. Wir bräuchten vielleicht eine Treppe oder ein zweites Geschoss oder vielleicht machen wir das Haus einfach anders. Vielleicht machen wir das Haus noch anders. Ja, vielleicht basteln wir noch so ein bisschen um. Mal gucken. Ja, okay. Tobi, störe ich dich gerade? Das ist wie Koks, Erik. So, ist hier noch. Ne, ich hab nichts. Ja, das ist angenehm. Gott, sieht mir beschissen aus. Was, ihr dürft nicht verlassen, dass man mit 16 Leuten spielen kann. Mit 16 Leuten kann man das Koop spielen. Holy shit. Okay, geil. Das ist krass. Ja, das ist schon cool. Das ist schon sehr cool. Tobi, aber wann bist du morgen live? Ich denke wieder so wie heute. Okay, okay, okay. Also so. Ach, bei mir weiß ich es noch nicht genau. Vielleicht bin ich ein bisschen früher und gucke nochmal in dieses andere Spiel rein, von dem ich mal gehört habe. Es würde mich wundern, wenn ich. Ja, ja, ich muss mal gucken, wie ich morgen aufwache. Ich muss nur irgendwann mal ausschlafen, glaube ich. Ja, ist ja alles easy. Ne? Ja, ja, ja. Warte, warte, ich guck mal ganz kurz, ob ich vielleicht.
Kann ich den gar nicht ablegen? Ich glaube, wir brauchen eh neue Kisten. Und dann können wir die mal gleich mal so. Wir können, wenn du willst, noch am. Wir könnten auch am Sonntag, streamst du da nicht auch? Ja, aber da habe ich ja, da reagiere ich ja auf Dinge. Ach so. Und danach okay. wollte ich. Ja, ja, ich verstehe schon. Ich verstehe schon. Ja, ja. Ist schwierig. Warte mal. Ach, hier Stauraum, warte mal. Wieso kriegen wir eigentlich keine besseren Kisten? Ich glaube, weil wir das Dings noch nicht gefunden haben dafür, das Blau. Das Rezept meinst du? Ja, ja, ja. Ich frag mich, wo man sowas findet. Boah, ich habe keine Ahnung. Vielleicht in Dungeons oder so? Müssen wir einfach mehr von der Map erkunden? Ist das? Wahrscheinlich. Glühwürmchen, warte mal. Ich guck mal ganz kurz durch. Ich will noch mal eben, nicht Stapel teilen. Hier einmal rüber. Wieso mache ich das eigentlich gerade? Weiß ich nicht. Weil du Spaß dran hast. Ja. Ich hasse mich. So, 7. Halt. Es ist schwierig, mit 2 Bausystemen parallel zu arbeiten. So. Okay, warte. Mal gucken, ob da 4 hinpassen. Ich hoffe, das geht. Oh, die Klappe geht da sogar auf. Das ist ja geil. Ich bin der Erik und ich kann Kisten richtig rum hinstellen. Schaut mich an. Guten Tag. Nein, die Klappe geht einfach auf nach vorne, wenn man die benutzt. Das ist ganz cool. So. Okay. So. Ja, ich glaube, das geht. Okay, die sind nicht pixelgenau, aber das ist schon okay. Ekelhaft, widerlich, ich fühle mich total unwohl. Dann wasch dich doch mal. So, ja, geht. Geiles Regal. Hinten ist noch ein bisschen Platz, aber, ne? Nee, ich könnte sogar noch ein. Ich könnte eins zurückbauen und wir könnten das Regal ein bisschen kürzer machen. Gut, ich meine, wir bauen ja, glaube ich, hier eh kein Lager hin, ne? Das kommt ja eh weg, deswegen hatte ich auch gar nicht auf die Kisten geachtet, ehrlich gesagt. Ja, ja, ja. Gut, das Lager. Oh, die Flamme sagt schon wieder irgendwas. Bisschen unangenehm. Nee, ich dachte schon. Ja, ja, na, da müssen wir, ja. Oh, Nightingale kommt auch nächsten Monat raus. Oh, weia, das ist alles sehr schwierig. Nightingale, habe ich noch gar nicht gespielt. Also das habe ich noch gar nichts von mitbekommen. Tatsächlich. Ja, sei froh. Fang eigentlich erst an, Tobi. Ist das auch so Palworld Enshrouded Geschichte mäßig? Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich guck dir den Trailer an. Es ist Survival, aber ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Es ist schon sehr cool, aber sehr exotisch. Okay. Ja, okay. Ja. Muss den Trailer gucken. Ich kann es schlecht erklären. Okay, ich guck mal rein. Ja, ja, ja. So, dann würde ich sagen. Ja, ja, also ich weiß nicht, auf YouTube. Auf YouTube, achso, vielen ja, Dank. Stimmt, wir sind ja in der Aufnahme. Ja. Oh Gott. Ja, ja, ja. Auf YouTube wollte ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, ne? Komm gut nach Hause. Grüßt mir Zukunftsgrong und Zukunftstobi. Die beiden. Tobi. Mh. Näher kann man sich nicht kommen. Schade, ich wollte hier gerade nochmal. Ist dieser Mann. Hä, warum stehe ich automatisch auf, wenn du mir zu nahe kommst? Hä? Ist das so? Nee, warte, wenn ich jetzt zu dir hincrouche? Nee. Doch, guck. Oh, okay. Weird. Ja, das war ungefähr das Niveau, auf dem ich... Hä, ich bin auch aufgestanden. Hä? Okay. Ja, ich weiß nicht warum. So, yo, jetzt aber. Vielen Dank fürs Zuschauen, ne, und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder. Und im Stream geht's morgen weiter ich weiß noch nicht genau, wie viel Uhr. Irgendwann. Schauen wir mal. Ja, schau mal. Ja, genau. Auf YouTube, ciao. Tschüss, YouTube, tschüss.